Hey Freunde, grüßt euch, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der Basti hatte unter einem Video gefragt von den Leopardgeckos, auf was für Kosten ich ungefähr käme. Ja, ich versuche es ungefähr aufzulisten. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich habe das über einen längeren Zeitraum gesammelt und dann einfach irgendwann zusammengebaut. Das heißt, ich bin da schon deutlich günstiger weggekommen, wie als jetzt, wenn man die originalen Preise oder die Preise zum jetzigen Zeitpunkt nehmen würde. Bitte denkt daran, falls euch das Video gefällt oder nicht gefällt, gerne Daumen hoch oder Daumen runter machen. Schreibt gerne was in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, was ihr euch vielleicht noch wünscht oder so. Ich werde auf jeden Fall noch einige Sachen für euch machen. Unter anderem werde ich auf jeden Fall, wenn meine Geckos in der Winterruhe sind, einen Bau von einer Wetbox für euch als Video machen. Das sind diese Boxen, die hier unten überall zu sehen sind. Ja, das kommt auf jeden Fall auch noch. Das mache ich aber, wenn die Geckos in der Winterruhe sind und ich da wieder alles vernünftig rausräumen kann, ohne die Tiere jetzt großartig zu stressen. Ja, ich habe das Ganze in vier Teile aufgeteilt. Einmal quasi die Preise für das Grundgerüst des Terrariums, dann einmal Preise für die Technik, dann einmal Preise für den Rückwandbau und einmal für so Dekorationsgegenstände, nenne ich es jetzt mal. Das sind diese ganzen Korkröhren, Wetboxen, Trinkschalen und sowas. Alles, was halt nicht fest ist, sage ich mal, sondern eher so als ja, Deko, Versteckmöglichkeit oder sowas ist, was man halt immer bewegen kann. Übrigens, lustigerweise hatte ich eben das komplette Video einmal schon gedreht und hatte irgendwie eine falsche Einstellung bei meiner Kamera drin, dass kein Ton aufgenommen wurde. Deswegen jetzt nochmal, ich habe nämlich jetzt ein Mikrofon oben auf der Kamera quasi drauf. Ich hoffe, das passt euch oder das ist cool für euch und ist auf jeden Fall viel schneller als so Voice-Over-mäßig irgendwas zu machen. Also komme ich mehr in so einen Vlogging-Stil, wo man einfach frei quatscht und auch viele Sprachfehler, sage ich mal, drin hat. Aber ich bin viel schneller und kann für euch mehr Sachen machen. Kommen wir zum ersten Teil. Das ist quasi der Terrarium-Grundkörper, nenne ich es jetzt mal. Der besteht hier aus dem Holz, den Lüftungsgittern, Gase, was ich noch dahinter geklebt hatte. Dann natürlich Schrauben für das Holz. Dann hatten wir noch ein spezielles Silikon für diese Schiene hier, weil ich hatte das vorher mit Aquasilikon gemacht, aber das hat einfach nicht gehalten. Also das ist immer wieder abgegangen. Da brauchte ich quasi so ein Special-Silikon. Und dann haben wir natürlich noch die Glasscheiben, die musste ich manuell anfertigen lassen, dadurch, dass ich es ja selber gebaut habe hier. Ja, ich hatte ja damals das Holz, das habe ich quasi als aussortiertes bzw. rumstehendes Holz bekommen. Müsst ihr mal sonst vielleicht zu einem Schreiner in der Ecke gehen oder einem Tischler oder einem Messebauer oder sonstige Sachen, die Holz verarbeiten. Die haben oft sowas rumstehen und das wird nicht benutzt und wird irgendwann halt weggeschmissen. Das heißt, ich habe das Holz quasi für, ich glaube, 10 Euro bekommen oder 20 Euro. Würde jetzt momentan, ich schätze mal, ich habe es mal bei so einer Seite eingegeben, wo man Plattenmaße angeben kann, also zuschneiden lassen kann. Da komme ich jetzt bei den Holzplatten auf ca. 350 Euro. Die habe ich auf jeden Fall jetzt natürlich nicht gehabt, aber so wäre es jetzt in dem Fall, wenn ihr das machen würdet. Ansonsten Schrauben ca. 10 Euro, die Lüftungsteile haben 6 Stück ca. 45 Euro gekostet. Dann die Gase, die dahinter ist. Ich weiß nicht, ob man das hier gut sehen kann. Das ist so ein, oder ich weiß nicht, ob es Gase heißt oder vielleicht ist es auch so eine Art Lochblech. Es ist auf jeden Fall so, dass die Tiere quasi nicht ausbüchsen können, also die Futtertiere, nicht die Geckos. Ja, ansonsten habe ich noch die Schienen bestellt. Da sind wir bei ca. 30 Euro auf die Länge, die ich brauchte. Dann haben wir noch den Bausilikon, der hier die Schiene quasi festhält, damit das Glas da bombenfest drauf sitzt. Da war ich bei circa einem Zehner, das habe ich aber auch von einem Handwerker bekommen, weil ich nicht wusste, wie ich es festkleben kann. Und die Glasscheiben, die habe ich vom Glaser mir machen lassen, da habe ich für die Glasscheiben für 2 Stück 35 Euro bezahlt. Das heißt, insgesamt komme ich auf eine Summe, ich habe jetzt circa 140 Euro ausgegeben, aber wenn man jetzt das Holz halt selber kaufen müsste, dann wäre man bei ca. 490 Euro für den ersten Teil. Das heißt nur für den Grundkörper von dem Terrarium. Kommen wir zum nächsten Teil. Da geht es jetzt um die Technik. Die könnt ihr hier sehen, beziehungsweise ihr kennt es wahrscheinlich noch aus den Videos. Ja, ich habe es natürlich jetzt ein bisschen semi-professionell verbaut, aber so bin ich frei in der Neigung, kann das schnell abändern. Das heißt, alles kein Problem. Um jetzt mal die Preise aufzulisten, die Lampe, die habe ich quasi auch, also diese T5-Röhre, die habe ich quasi auch aus dem Restbestand einer Firma bekommen. Würde jetzt, schätze ich mal, ca. 20 Euro kosten. Ansonsten haben wir noch zweimal die Keramikfassungen, die hier oben. Die kosten ca., ich schätze jetzt mal so 26 bis 28 Euro. Dann noch zweimal die Mini-Sunbirne mit 35 Watt. Ich habe bei mir zweimal 35 Watt drin, damit ich die nach Bedarf an- und ausschalten kann. Jetzt im Moment gerade ist quasi nur die gerade in der Kamera ist an und die andere ist aus.
Wenn es irgendwie in den Räumen kälter ist, dann muss ich beide zuschalten, dadurch, dass das Terrarium relativ hoch ist. Wenn der Raum sehr warm ist, dann kriege ich halt so ein Temperaturgefälle gut hin. Das Coole ist bei den Keramikfassungen, die haben hinten noch einen Kippschalter. Das heißt, wenn ich es über die Zeitschaltuhr steuere, dann kann ich eben auch nur eine anmachen durch den Kippschalter. Ja, weiter geht's. Ach so, diese Mini-Sun-Dinger, die kosten ca. 14 Euro, 13 Euro. Kabelkanäle, die habe ich ja hier oben verbaut. Die habe ich jetzt auch aus Resten genommen, weil ich es eh übrig hatte. Ansonsten schätze ich mal, würde man so 2 Euro für einen Kabelkanal bezahlen, den man braucht. Dann haben wir noch einmal außen gelegen die Zeitschaltuhr. Die brauchen wir ja, um das Ganze auf Stunden zu steuern und zu automatisieren von der Beleuchtung her. Ansonsten noch den Dreifachstecker, um alles dran anzuschließen. Und ich habe noch einmal so ein Thermometer von Hobby, glaube ich, oder von Lucky Reptile mit 2 Temperatursensoren. Das habe ich ab und an drin liegen, um alles zu überprüfen. Ansonsten habe ich auch noch so eine coole Lasermesspistole, die zeige ich euch jetzt auch mal. Ja, mit der kann man ziemlich cool so die bestimmten Points messen, wo man eben seine Temperaturen dann sehen kann, die man irgendwo hat. So, das war es eigentlich schon quasi zu meiner Technik. Ich käme damit jetzt so auf ca. 120 Euro. Dadurch, dass ich ja die T5-Röhre quasi für Umme bekommen habe, bin ich jetzt bei ca. 100 Euro gewesen. Ja, auf geht's zum nächsten Teil. Das ist die Rückwand. Ihr kennt es ja noch aus unseren Videos. Die ist richtig schön stabil und schlagfest geworden. Hat bisher auch keine wirklichen Schäden genommen, sage ich mal. Also haben wir echt gut gemacht. Ja, also aufgebaut war ja die Rückwand aus Styroporplatten und Bauschaum. Da habe ich ca. für den Bauschaum, ich denke mal, 35 Euro bezahlt. Waren ja schon einige Pullen, die weggegangen sind. Fürs Styropor, also die Styroporplatten, hatte ich teilweise hier. Ansonsten würde ich auch sagen, dass man ca. 5 Euro bezahlt. Die Fliesen, die waren ein Restposten im Baumarkt. Da habe ich ca. einen Zehner für bezahlt, also es geht auch echt klar. Ansonsten für den ganzen Flexikleber, womit wir hier die ganze Rückwand gestaltet haben, da werde ich ca. bei 20 Euro gewesen sein. Dann hatte ich ja noch, um alles festzumachen, Aquasilikon. Das ist relativ wichtig, der halt ist ungiftig, hat keine Pestizide, Fungizide und so, ne? Der kostet ca. 15 Euro. Dann noch die ganzen Abtönfarben, um die verschiedenen Farben hier reinzubringen. Wie wir es ja gemacht haben, quasi hier kann man es ganz gut sehen, von dunkel nach hell gearbeitet und dann oben nochmal so ein Grau drauf. Heißt, wir brauchen da eigentlich nur Schwarz und Weiß. Da war ich jetzt bei circa 20 Euro, schätze ich mal. Dann hatten wir noch unseren Lack, womit wir alles beschichtet haben. Also das kann man wirklich sehen. Erstmal glänzt es quasi so ein bisschen. Das sieht man jetzt in der Kamera wahrscheinlich nicht so gut. Aber das ist auf jeden Fall richtig stabil. Der kostet auch ca. 20 Euro. Wichtig ist, dass er ja DIN IN 71-3 ist. Ne? Das heißt, so Spielzeuglack, der ist speichelecht, sodass Kinder den auch in den Mund nehmen können, ohne dass da was passiert. Ja, ansonsten hatte ich noch zum Besanden der Flächen hier so ein Sand von Exoterra, glaube ich. Der hat ungefähr 15 Euro gekostet. Der ist halt nicht geeignet zum Besanden, aber meiner Meinung nach halt nicht geeignet, um halt Bodengründe oder sonst irgendwas zu machen, weil das ist echt so richtig loser Sand, ne? Ja, und dann noch, was ziemlich teuer war, diese Wurzeln, die quasi durch die komplette Rückwand, hier durchs ganze Terrarium bis nach unten reichen. Das sind so Aquarienwurzeln, da habe ich, glaube ich, pro Stück ca. 40 Euro bezahlt, also die waren richtig teuer. Ja, somit käme ich jetzt auf ca. 200 Euro für die Rückwand mit diesen ganzen Sachen, die da eingebaut sind. Natürlich kann man da noch viel sparen, aber ich denke, mit 220 Euro kann man sich nicht beschweren für so eine Rückwand. Das ist ja auch schon optisch ganz coole Sache, ne? Jetzt kommen wir zum letzten Teil der Kosten. Das sind so diese ganzen dekorationsfunktionalen Gegenstände, die man rein und rausnehmen kann, ne? Also Korkröhren, solche Hüllen, Wetboxen und so. Und auch so Pflanzensachen halt, ne? Da habe ich circa für die Tillandsien, ich denke mal so um die 10 Euro bezahlt. Für alle Korkröhren insgesamt, manche waren günstiger, manche teurer aufgrund der Größe. Da werde ich bei circa 50 Euro gewesen sein. Dann noch diese Wetboxen, die habe ich jetzt mit einem 10er pro Stück berechnet. Die sind ja auch gebaut aus einer Butterbrotsdose, Bauschaum und Flexikleber mit Farbe, also quasi genau gleich wie die Rückwand. Ist also insgesamt circa bei 20 Euro.
Dann haben wir noch die verschiedenen Gegenstände hiervon. Da habe ich jetzt auch mal pro Teil 10er gerechnet. Da weiß ich natürlich jetzt nicht genau mehr, was ich bezahlt habe. Das ist halt auch schon ein Weilchen her. Dann haben wir noch Calciumcitrat. Ich habe so eine große Packung gekauft. Ich glaube, das hat auch irgendwie einen 10er gekostet. Das habe ich aber, glaube ich, jetzt gar nicht in meinem errechneten Gesamtpreis mit drin. Aber ja, nur, dass ihr das schon mal so gehört habt. Dann hatten wir noch hier diese Drachenhunde. Die haben circa 10 Euro das Stück gekostet. Das heißt, da komme ich nochmal auf 20. Den Ganesh, den hatte ich schon hier. Der hat circa 35, meine ich, gekostet. Der ist aus irgendeinem echten Stein oder sowas in der Art. Also er ist auf jeden Fall kein Plastik oder so. Ja, und zu guter Letzt hatten wir noch hier den Desert Stone Boden von Exoterra. Der hat 20 Euro, glaube ich, nee, 30 Euro circa gekostet. Bin mir gerade unsicher, ich meine 30 ungefähr. Das war ein 20 Kilo Sack. Ja. Das ist so von den Preisen her das gewesen. Da käme ich jetzt auf eine Gesamtsumme von ca. 225 Euro. So, das ist halt das, was man dafür halt ungefähr so bezahlt. Ja, ich werde hier die ganze Zeit übrigens beobachtet. Ihr könnt ihn wahrscheinlich schon sehen. Ich fokussiere mal ein bisschen näher dran. Ja, der Fokus erhält sich leider nicht so richtig. Ja, hier kann man auf jeden Fall jetzt gerade im Moment sehen, dass das ganz cool ist, wenn man so ein richtiges Temperaturgefälle im Terrarium hat. Hier liegen übrigens gerade auch die Weibchen und chillen da zusammen in der Ecke. Die Lampe hier oben ist ja jetzt gerade im Moment aus, dadurch, dass es sehr warm war. Und ja, hier kann man sehen, das Weibchen ist jetzt relativ zeitnah vor der Häutung. Das heißt, sie ist ja sehr ausgeblasst. Und wenn sie gehäutet ist, dann gibt es wieder schön knallige Farben. So, damit sind wir eigentlich schon am Ende von dem Video. Ich denke mal, ich habe alle Kosten relativ gut jetzt aufgenommen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, wie gesagt, liken, Abo dalassen. Und ich käme jetzt beim Gesamtpreis, wenn ich jetzt nicht die ganzen Sachen einrechnen würde, wo ich gespart habe, komme ich ca. auf 1175 Euro für das Terrarium. Dadurch, dass ich halt viel gespart habe, viel gesucht habe, viel rumgefragt habe, bin ich bei ca. 675 Euro für alles. Also, ja, kann man sich nicht beklagen. Also es ist immer noch, ich denke, ihr habt die Teile gesehen, ansonsten schaut sie euch gerne an. 1,60 Meter mal 60 mal 70 Terrarium. Das heißt, das ist auch schon echt groß. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne einen Kommentar da. Und ja, bis bald. Schreibt gerne, falls ihr noch irgendwas Neues sehen wollt.